Hallo, herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer hier bei Operhalle Digital. Mein Name ist Philipp Amelungsen, ich bin Musiktheaterdramaturg. Ab heute können Sie den phänomenalen Tanzabend Groovin' Buddies unseres langjährigen Ballettdirektors Ralf Rosser als Video in unserem Online-Spielplan erleben. Ich freue mich ganz besonders, dass sich Ballettdirektor Michael Sedlacek und der Komponist und Musiker Ivo Nitschke heute Zeit genommen haben. Wir werden über die künstlerische Arbeit an Groovin' Buddies sprechen und ich freue mich, dass ihr da seid. Lieber Mick, du bist nicht nur jahrelang erster Solist der Company gewesen, sondern auch die rechte Hand von Ralf Rosser als sein Assistent und sein Stellvertreter. In Groovin' Buddies hast du auch selbst als Tänzer auf der Bühne gestanden, hast die Produktion maßgeblich mitgestaltet. Worauf dürfen sich die Zuschauerinnen und Zuschauer freuen? Was macht diesen Tanzabend so besonders? Ja, dieser Abend macht das ganz Besondere an diesem Abend ist, dass wir mal alle das gerne gemacht haben und zusammen gemacht haben. Wir dürften mit den zwei Musikern auf der Bühne sein und neue Räumlichkeiten genießen und erleben. Und es war eine großartige Zeit mit Menschen, die sich gern gemocht haben und bis jetzt auch mögen. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Lieber Ivo, du und auch dein Kollege Ralf Schneider, ihr seid als Stadtwerker zwei der prägendsten kreativen Köpfe der Staatskapelle. Ihr spielt jeder Saison unzählige Konzerte, seid stilistisch unglaublich vielfältig und habt auch die Bühnenmusik, sei es im Neuen Theater oder mit dem Ballett Rossa, für euch entdeckt. In Groovin' Buddies bestreitet ihr musikalisch den ganzen Abend mit verschiedenen Percussions und entfaltet dabei auch eine unglaubliche Klangtiefe. Wie schafft ihr das eigentlich, diese musikalische Vielfalt mit euren Instrumenten? Denn ich finde das ganz außergewöhnlich, gerade weil Percussions ja sonst ganz selten als Soloinstrument verwendet werden. Ja, wir haben für den Abend natürlich die schiere Menge an Instrumentarium aufgefahren. Und zwar wurden wir darum gebeten, dass wir weitestgehend reines Orchesterinstrumentarium nehmen, also das, womit wir täglich Umgang haben. Und die Klangfülle, die du ansprichst, kommt also zum einen daher, dass sehr viele Instrumente am Start sind, die wir auch bedienen können. Das hat was mit unserem täglichen Umgang im Orchester zu tun. Und zum anderen haben wir ja auch die Tontechnik zur Verstärkung eingesetzt. Und da muss man sagen, dass die Schlaginstrumente auch eine Klangvielfalt entwickeln, die dem Konzertzuhörer entgeht, weil man die Schlaginstrumente auch im leisen Bereich sehr weit an das Ohr des Zuhörers und Zuschauers ranholen kann. Also vielleicht noch so ein bisschen erzählen, was für verschiedene Schlagwerke ihr benutzt habt. Was ist euer Instrumentarium in diesem Abend? Oder gibt es vielleicht auch so besonderes Instrumentarium, worauf ihr euch gefreut habt, weil ihr das im Graben sonst gar nicht so oft benutzen könnt? Also wir haben beide unterschiedliche Vorlieben. Ralf fühlt sich am wohlsten am Drumset. Das ist das, was er sehr, sehr gut, sehr perfekt spielt und wo er sehr kreativ sein kann. Und meine Domäne ist eher das Mallet-Spiel, also die Vibra- und Marimba-Geschichte und das Vibraphon, was in der Produktion zum ersten Mal im Haus zum Einsatz kam, ist ein besonderes. Das hat Pickups an den Klangplatten, also ich kann es auch loopen, elektronisch im Klang verändern. Und auf den Umgang mit diesem Instrument habe ich mich sehr gefreut und habe meine Parts auch weitestgehend um das Instrument geschrieben, weil es ja durch die Möglichkeit eines Loops mir natürlich andere Freiräume gibt, noch parallel dazu zu agieren. Lieber Mick, Ralf Rosser und du, ihr habt den Tanzabend für die Raumbühne Heterotopia kreiert in der ersten Spielzeit von Florian Lutz. Die Zuschauerinnen und Zuschauer sitzen hier nicht wie üblich im Parkett, sondern über den gesamten Bühnenraum verteilt. Und der Tanz passiert 360 Grad um das Publikum herum. Vor welche choreografischen und tänzerischen Herausforderungen hat euch das gestellt? Es gab mehrere Herausforderungen. Erstes Mal haben wir nicht so viel Zeit gehabt, weil wir erfahren haben, erst im Februar, dass wir was in der Raumbühne machen werden.
Zweitens haben wir dann auch erfahren, dass uns kein Orchester zur Verfügung steht, weil wir in anderen Stücken für die Rahmenbühne schon involviert waren. Und dann haben wir mal überlegt, wie können wir das machen, dass wir nicht von CD spielen können. Und ich habe mich damals daran erinnert, dass wir ein paar Mal mit Ivo zusammen geraucht haben im Hof, im Theater. Und er hat uns erzählt, dass er Musik komponiert. Hat er dem Ralf auch was vorgestellt. Das waren damals circa, schätze ich mal, 40 Minuten, was er komponiert hat. Und dann haben wir ihn kontaktiert und gefragt, ob das möglich wäre, ob er sich das vorstellen kann. Ivo hat gesagt, ja. Und wir haben ihm gesagt, jetzt hast du 2 Monate, also 40 Minuten, 1 Stunde 40 zu machen, weil sonst schaffen wir das nicht zu choreografieren. Dann hat Ivo wahrscheinlich 2 Monate nicht geschlafen, dann hat er das komponiert und dann haben wir losgelegt. Die Situation, von 4 Seiten gesehen zu werden, war für uns auch ganz neu, weil wir vorher so nicht gearbeitet haben. Also gewöhnlich ist das im Theater so, wie das jeder kennt. Also man guckt einfach von vorne und wenn sich ein Tänzer zur Seite dreht, ist er von der Seite oder von hinten zu sehen. Überraschend war, dass manche Choreografien uns letztendlich besser gefallen haben am Ende, die man von der Seite gesehen hat oder von hinten. Das war interessanter für uns. Andersrum war das leider auch so, da müssten wir ein paar Mal korrigieren, dass es einfach nicht so war, dass es auf einmal falsch ausgesehen hat. Aber am Ende gut, alles gut. Wir haben das, denke ich, hingekriegt und Zuschauer waren begeistert. Also ja, war schon eine Zeit. Wie war das als Erfahrung für die Tänzerinnen und Tänzer, den Zuschauerinnen und Zuschauern so nahe kommen zu können? Wie haben die Tänzer das erlebt? Ja, das ist für uns ungewöhnlich. Also normalerweise, also mindestens, ich kann für mich selbst sprechen, ja, nicht für alle Tänzer, aber ich mag schon normalerweise die Wand vor uns, den Orchestergraben und das schwarze Loch, dass man sich nicht zu nahe kommt, dass man eine intime Atmosphäre für sich selbst auch als Darsteller hat. Das hat aber bei diesem Abend überhaupt nicht gestört. Es war ganz, ganz schön zu sehen, wie die Zuschauer reagieren oder eben nicht reagieren. Am Ende haben wir auch gedacht, wir sollten uns noch ein bisschen mehr trauen und ein bisschen mehr Kontakt mit den Zuschauern aufnehmen. Aber wir waren ein bisschen scheu. Das war alles neu für uns und wir wollten auch mit den Zuschauern viel zu nahe kommen. Ich persönlich mag das auch nicht, wenn ich mir ein Schauspiel angucke und jemand mich in die Vorstellung involviert oder versucht mal irgendwas mit mir zu machen. Und ich bin das gewöhnt. Ja? Also man weiß nicht, wie ein Zuschauer, das ist ihm nicht unangenehm. Da habe ich ein bisschen Bedenken gehabt, aber letztendlich war das ganz, ganz schön zu sehen, worauf die Leute achten, wie die reagieren. Ich glaube, wenn wir einen Handlungsabend gemacht hätten, wäre das störend. So, weiß ich nicht, Romeo und Julia da zu spielen, intime Szene zu haben und 1,5 Meter neben mir sitzen Zuschauer und gucken mir ganz, ganz nah zu. Das ist eine neue Erfahrung, damit kann man auch wachsen, da muss man sich dran gewöhnen. Das war ganz neu. Und am Ende war das schön. Ich habe da mehr Gedanken gehabt für mich selbst. Wie fühlt man sich, wenn man so nah ist? Man atmet. So. Manchmal vergisst man Schritte oder Partner, dann muss man ihm das mal gerade mal sagen, wo man sich musikalisch befindet. Und dann hören das alle. Das ist ja peinlich. Ja, naja, war schön. Ivo, gibt es eigentlich für dich, für euch einen Unterschied zwischen einem Konzertabend und einer Tanzvorstellung für euch als Musiker? Worauf muss man vielleicht besonders achten, nicht nur beim Spielen, sondern auch beim Komponieren für den Tanz? Ja, klar, gibt es Unterschiede. Also erstmal die Gemeinsamkeiten. Wir versuchen sowohl im Konzert als auch bei einer Ballettvorstellung wirklich perfekt zu spielen. Aber, und da gehen die Unterschiede los, also im Konzert, natürlich sind wir immer nah am Urtext, aber du hast auch nicht genau definiert, welche Konzerte du meinst. Es gibt auch Konzertsituationen, da kann man, wenn man in der Kammermusik arbeitet, zu zweit schon auch mal andere Wege gehen. Letztendlich geht es um die Performance und dass der Zuhörer ein schönes musikalisches Erlebnis hat. In der Ballettvorstellung war mir sehr bewusst und ich war auch oftmals sehr unentspannt, lieber Mick. Ich wusste, was daran hängt. Jetzt nicht nur, dass vielleicht eine musikalische Nummer nicht funktioniert, sondern dass es also wirklich auch gefährlich ist, wenn wir den Faden verlieren. Also wir waren sehr darauf bedacht, dass wir die ganzen Vorstellungen über immer perfekt an den Vorgaben vom Tempo waren,
Abläufe sowieso, dass die groben Abläufe funktionieren. Und das ist jetzt auch, das bezieht sich auch ein bisschen auf den zweiten Teil deiner Frage, worauf man achten müsste. Also ich bin jetzt nicht berufen zu sagen, wie es geht, wenn man eine Ballettmusik schreibt. Aber meine Erfahrung war, dass ich Mick und Ralf Rosser Dinge vorgestellt und vorgespielt habe und dann die Nachfrage bekam, oh bitte, wo kannst du uns klare akustische Zeichen setzen, dass wir uns orientieren können. Also da musste ich das Bewusstsein entwickeln, dass die Stücke gut strukturiert sind und der Tänzer sich daran orientieren kann. Er hat keinen Notentext dabei. Und im Kleinen hatte ich auch anfänglich gemeint, dass man sehr krasse Rhythmen erstellen kann, aber da wurde ich auch ein bisschen zurückgepfiffen. Alles gut, das ist ja auch sachdienlich gewesen. Also, dass wirklich nachvollziehbar ist, was wir tun. Dass wir in den wenigsten Fällen reine Improvisation haben, auch das gibt es. Und dann also haben wir über Time-Code gearbeitet, also 2 Minuten habt ihr Zeit, das zu machen. Dann gibt es ein Signal. Aber dass wir ansonsten die Stücke so, wie sie einstudiert wurden, auch versucht haben wiederzugeben und der improvisatorische Teil immer sehr weit oben angesiedelt war, also oben in der Hierarchie der Stimmen. Also das Fundament funktioniert, dass das Thema da ist, unverändert. Und natürlich habe ich auch im Vibra dann Umspielungen gemacht, die jeden Abend anders waren, aber die waren nicht relevant für den Tänzer. Kaum jemand kennt Ralf Rosser und seine Arbeit besser als du. Wie würdest du seine Arbeitsweise, seinen Stil beschreiben, auch seine Art zu choreografieren? Denn mir fällt immer wieder die große Vielfalt in seiner Arbeit auf, zwischen so großen Handlungsballetten wie der Kameliendame und so zeitgenössischen Abenden wie jetzt Proven Buddies. Ja, die Vielfalt war schon immer groß. Also man muss aber dazu sagen, dass er auch grundsätzlich, also würde ich mal schätzen, 90-95% Handlungsabende gemacht hat. Das war auch der Grund, warum ich so lange in der Halle geblieben bin, weil mir das Spaß gemacht hat. Das hier war schon ein bisschen eine andere Art von Herausforderung, eine Ausnahme, würde ich mal sagen. Wie ist seine Arbeit? Es ist eine super schöne Arbeit. Eine Arbeit, wo alle auf dem gleichen Level miteinander arbeiten. Das war auch unsere Idee von Grooving Buddies. Wir wollten nicht einen Abend, einen Ballettabend oder einen Tanzabend mit 2 Musikern haben, oder wir wollten nicht ein Konzert von 2 Musikern mit 18 Tänzern haben, sondern wir wollten einen Abend zusammen machen. Und vielleicht das beschreibt die gesamte Arbeit von Ralf in den ganzen Jahren. Wir haben immer zusammengearbeitet. Egal, ob das jetzt mal Solisten waren, Gruppentänzer. Das war uns wichtig, einfach mal Spaß daran zu haben, was wir alle machen und dass wir uns auch respektieren und dass wir auch unsere eigene Meinung dazu sagen können, was wir denken. Das heißt nicht, dass wir danach machen dürften, was wir wollten. Das ist Quatsch. Am Ende muss das der Chef entscheiden. So ist es. Aber sehr menschlich, sehr, sehr schön. So, das ist der Grund, warum ich in Halle geblieben bin und so 20 Jahre Spaß gehabt habe und weiterhin habe. Weil ich so jemanden kennengelernt habe, der ein Mensch ist. Ja, wenn man so sagt. Ja. Also dieser ganze Drill, das musst du machen, weil ich dir das gesagt habe, das hat bei uns nicht existiert. Ich möchte, dass du das jetzt machst, weil ich das schöner finde oder besser finde. Das war das. Aber nicht, weil ich das gesagt habe und deine Meinung interessiert mich nicht. So ist die Arbeit nicht abgelaufen bei keinem von unseren Stücken. Das ist sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Ja. Ivo, du hast gerade schon so ein bisschen angedeutet, wie das Zusammenspiel auf der Bühne funktioniert hat. Ich würde da gerne noch mal ein bisschen nachhaken, weil Karl Schneider und du, ihr wart ja auch selber ganz präsent auf der Bühne und zum Teil ins Geschehen involviert. Wie hat da das gemeinsame Atmen funktioniert und wie war es auch für dich eben nicht wie sonst in einem Orchestergraben oder mit anderen Instrumentalisten auf der Bühne zu sitzen, sondern wirklich Teil dieser Show zu sein als musikalischer Performer? Ja, zum einen hatten wir großen Respekt vor der Tatsache, dass wir auf der Bühne ja quasi getrennt saßen, also verteilt waren auf die linke und rechte Seite. Ich hatte tatsächlich so im Vorfeld große Bedenken, ob das funktionieren wird. Es hat dann unterm Strich sehr, sehr gut funktioniert und das hat damit zu tun, dass Ralf ein
absolut verlässlicher Musiker und Drummer ist und wir natürlich den Abend mit sehr viel groovebetonter Musik gestaltet haben und er letztendlich so das Epizentrum der gesamten Rhythmik war und das in seiner Verlässlichkeit. Also letztendlich hat es sehr, sehr gut funktioniert. Nicht ohne Monitoring, natürlich. Wir haben unsere Monitorboxen neben uns stehen und hören den anderen auch in Echtzeit. Aber man kann natürlich auch über Blicke optisch-visuell agieren. Das haben wir auch getan und das hat gut funktioniert. Und ich glaube, wir haben uns sehr gut in diese Situation eingespielt. Also es fühlte sich für mich durchweg immer gut und akzeptabel an. Und ja, auch Aufnahmen, die wir dann gesehen haben, finde ich, sind für Live-Aufführungen sehr gut. Dieses Eingebundensein auf der Bühne in das Geschehen, in so einen Ballettabend, im Gegensatz zum Dasein im Orchestergraben als Schlagzeuger, ist natürlich ein Quantensprung. Das, die Vorfreude oder die Idee davon, wie es so sein könnte, hat mich ja jahrelang umgetrieben, das Projekt in mir zu tragen, doch mal als Schlagzeuger einen Tanzabend zu begleiten. Also diese Idee war von mir allein weit, weit vor Grooving Buddies geboren und ich konnte nicht konkret werden und mir fehlte letztendlich auch Ralf Schneider, der dann durch die Fusion mein Kollege wurde und wir gemerkt haben, dass wir miteinander vielleicht sowas stemmen könnten. Die Erwartungen haben sich mehr als erfüllt. Schon bei den ersten Bühnenproben fühlte sich das so energiegeladen an und so unglaublich angenehm in dieses Tanzgefühl, in diese Energiewelle eingebunden zu sein. Natürlich sind wir die Impulsgeber gewesen, aber letztendlich reagiert man ja auf die Bewegung der Tänzer bis soweit zu dieser besonderen Stelle, wo ich diese Interaktion mit den einzelnen Solotänzern hatte und ich eins zu eins reagieren musste, was die tun. Also das waren Momente, die mich sehr erfüllt haben. Ich muss jetzt mal husten. Sorry. Ja. Also das war, glaube ich, auch im Sinne von Ralf Schneider sprechen zu können, ein großes Fest aus der Versenkung des Orchestergrabens ganz hinten rechts mal auf die Bühne zu können und diese Energie, die auf der Bühne entfaltet wird, miterleben zu können. Ja, du hast gerade schon gehustet, Ivo, deswegen lass uns doch nochmal über die momentane Situation sprechen. Das war eine sehr gute Frage. Noch meine Community-Maske rausholen. Ja, jetzt lachen wir, aber eigentlich ist es ja ernst, denn gerade dürfen wir nicht proben, wir dürfen nicht spielen wegen des Coronavirus. Für die Tänzer kann ich mir vorstellen, ist es gerade besonders schwer, weil die sich jeden Tag fit halten müssen. Die müssen trainieren. Wie macht ihr das gerade mit? Naja, wir haben zu Hause, hat jede 2x2 Meter Ballettboden bekommen. Das hat uns unser Bühnenmeister Sven Sandor zur Verfügung gestellt, dass wir uns ein bisschen bewegen können. Ich biete ein freiwilliges Training jeden Tag um 11 Uhr für die Tänzer, dass sie in Form bleiben. Die Tänzer trainieren auch selber mit anderen Kompanien oder Fitnesstraining alleine zu Hause oder im Park oder wie immer, dass sie sich fit halten können. Man muss wissen, wir sind gewöhnt, jeden Tag 7 Stunden zu arbeiten, also zu tanzen, sich zu bewegen. Und auf einmal auf Null geht das nicht. Das ist für den Körper nicht gut und das ist überhaupt nicht gut für den Geist. Ich mache das hauptsächlich aus diesem Grund, weil ich möchte, dass wir uns einfach mal per Zoom auch mal sehen und miteinander sprechen können. Wenn jemand ein Problem haben sollte, kann mich jederzeit anrufen. Ich finde, dieser soziale Kontakt ist ganz, ganz wichtig, weil wir arbeiten sehr, sehr eng zusammen auf engem Raum im Theater eigentlich jeden Tag. Und wenn das einfach mal abbricht, gibt es auch Kollegen, die ja keine Familie haben, keine Freundin, keinen Freund, die wohnen vielleicht in einer anderen Stadt oder sind einfach Singles oder wie immer. Es sind Kollegen, die Kinder haben, müssen sich kümmern. Es ist ganz, ganz wichtig, glaube ich, für die Hygiene. Es ist ganz, ganz wichtig für uns, weiter zu wissen, dass wir existieren alle und dass es jetzt eine Zeit gibt, die wir einfach überbrücken müssen, dass wir abwarten, wie sich das weiterentwickelt. Aber Bewegung ist grundsätzlich ganz, ganz wichtig. Ich kann das jedem empfehlen. Es ist vollkommen egal, ob man laufen geht oder ob man Fahrrad fährt oder was man macht oder Treppen steigt.
Das tut gut für den Kopf. Das, wenn der Körper fit ist, bleibt auch der Geist fit. Das ist meine Meinung. Vielleicht ist das ein Irrtum, aber bei mir funktioniert das sowas gut. Also ich merke schon nach ein paar Tagen, wenn ich mich nicht bewegen sollte, dass mein Körper das nicht mehr so mitmacht. Es fangen überall Schmerzen. Man ist auch nicht motiviert. Also wenn man ins Schwung kommt, wenn man anfängt zu schwitzen, hat man gleich bessere Laune und dann kommt man besser durch den Tag. Ja, deswegen biete ich das den Tänzern an und die nehmen das auch gerne an und versuchen wir mindestens im Wohnzimmer oder in der Küche oder im Flur, wie immer, miteinander zu sein. Das ist ganz wichtig. Das ist unser Job am Theater. Es sind Menschen, die zusammen eigentlich leben, ja. Ob die sich privat auch ganz lieben oder nicht lieben, das ist vollkommen egal. Aber wir gehen miteinander respektvoll um und es ist ganz, ganz wichtig, dass wir miteinander weiterhin sind, ja. Aber nochmal, ihr macht das Training dann wirklich auf freiwilliger Basis per Zoom. Wie kann ich mir das vorstellen? Du sitzt dann vor deiner Webcam wie jetzt und siehst alle Tänzer in einem kleinen Bildschirm und dann sagst du jetzt dein Plié, jetzt deine Arabesque und dann korrigierst du. Also wie funktioniert das? Genau, ich habe auf meinem Laptop habe ich Balletttraining-Musik und ich bereite jeden Tag Training für die Kollegen vor, so circa eine Stunde 15. Kommt darauf an, wie schnell wir sind, wie kompliziert das ist, wie gut die Verbindung mit dem Internet ist. Und dann geht's los, ja. Wir versuchen das auf die 2x2 Meter also konzentrieren, dass man sich nicht viel bewegt, aber dass man sich trotzdem bewegt und dass man die gewohnten Übungen macht. Weil Ballett ist alles außer eine gewöhnliche Bewegung. Das ist alles total unnatürlich. Und nochmal, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt ist, sich nicht nur zu bewegen, das machen wir. Es ist wichtig, dass wir uns zusammen bewegen, dass wir jeden Tag zusammen sind, mindestens für die Stunde 15. Das finde ich ganz wichtig. Ja, wir können nicht die 7 Stunden ersetzen zu Hause, das geht nicht. Ja, es ist auch kein normales Training. Ja, das ist angepasst so, dass es funktioniert und dass am Ende wir uns alle einen schönen Tag wünschen und dann freuen wir uns auf den nächsten Tag, dass wir uns wiedersehen. So ist es gedacht. Ja. Wie ist es bei dir? Jetzt sitzt du mit deinen Drumsets in der Wohnung. Hast du die überhaupt in der Wohnung? Wie übst du? Wie hältst du dein Spielbild? Und hassen dich deine Nachbarn eigentlich schon? Die Umstände sind für mich sehr, sehr glücklich. Da es ja keine Ausgangssperre gibt. Kleine Fußnote, ich hatte das große Vergnügen, wirklich am Beginn der schweren Zeit in eine Quarantäne geschickt zu werden. Für den Fall habe ich eine Übetrommel zu Hause. Das ist ein Gerät, was so ähnlich aussieht wie eine Trommel, aber lange nicht so einen Lärm macht. Und da kann man tatsächlich einige technische Sachen üben und durchführen und sich fit halten. Da jetzt aber die Ausgangsbeschränkung für mich nicht mehr gelten, kann ich in die Gosenstraße gehen, also den Probesaal der Staatskapelle, und dort nicht nur mehrere Instrumente bedienen, sondern auch nach Lust und Laune Lärm machen, da hört mich keiner. Um deine Frage vielleicht zu beantworten, was wäre denn, wenn ich hier Drumsets zu Hause hätte? Ich glaube, meine Nachbarn würden mich natürlich hassen und ich weiß, dass ich das hier in der Innenstadt in einem Mehrfamilienhaus niemandem anbieten kann. Also mein großes Glück ist, ich kann in den Probesaal gehen oder in den Schlagzeugraum und dort üben. Und habe aber natürlich das, was Mick angesprochen hat, diesen Kontakt mit den Kollegen da nicht. Deswegen darf ich ja da auch hin, weil dort niemand ist. Aber diese gemeinsame Zeit, die auch wir, jetzt nicht so regelmäßig wie die Balletttänzer, aber die wir durch Proben und Aufführungen zusammen verbringen oder verbracht haben, die fehlt natürlich. Man fängt jetzt an, Videoclips zu drehen und jeder spielt seine Spur aus dem Schlaf- und Kinderzimmer und man stellt dann Kammermusiken zusammen. Also das kennt man ja auf den verschiedenen Kanälen der verschiedenen Opernhäuser, Theater und Orchester. Beglückend ist das natürlich nicht. Man kommuniziert miteinander. Im besten Fall direkt per Telefon, oh, könntest du das mal machen? Oder man kommuniziert, indem man das Video des Kollegen dann sieht und dazu spielt. Aber das ist sehr unbefriedigend und ich hoffe, dass wir irgendwann wieder Gelegenheit haben werden, jetzt nicht nur am Instrument sich fit zu halten, jeder für sich allein, sondern auch endlich wieder in einer, wie ich auch immer, gearteten Konstellation zusammen musizieren zu können. Ich verrate jetzt
schon mal so ein kleines Geheimnis für die kommende Spielzeit. Da ist wieder eine Zusammenarbeit geplant zwischen euch. Vielleicht mögt ihr ja so einen Satz verraten, worauf man sich unter Umständen gegebenenfalls freuen darf. Magst du anfangen, Nico? Nein, du. Ja, das stimmt. Das stimmt, wir haben was Schönes vor. Und es wird ganz anders sein, als es Groovin' Buddies war. Und ich freue mich sehr drauf und ich freue mich, wenn wir endlich mal auch anfangen dürfen zu arbeiten. Weil die Musik, die jetzt Ivo komponiert hat, ist ganz, ganz anders, als was er vorher gemacht hat. Und das macht Spaß und das öffnet uns ganz, ganz andere Möglichkeiten, denke ich mal, tänzerisch und künstlerisch. Ich freue mich sehr drauf. Aber ich glaube, wir dürfen noch nicht zu viel verraten. Jetzt Ivo. Ja, also doch, man kann schon darüber reden, dass wir zusammenarbeiten mit und wir da auch schon sehr weit gekommen sind. Tatsache, das möchte ich nochmal betonen, es ist keine Fortführung von Groovin' Buddies. Schon allein aus der Tatsache heraus, dass ich gebeten wurde, in der instrumentalen Besetzung doch etwas zu ergänzen. Das habe ich mit großer Freude gemacht. Ich hatte auch einfach mehr Zeit als damals. Was die Konstante ist einfach die Zusammenarbeit mit Mick, die Zusammenarbeit mit der Tontechnik, die sich ja sehr bewährt hat. Das ist das, was Mick wahrscheinlich auch vorhin ansprach, dass Menschen zusammengearbeitet haben, das mit großer Freude getan haben. Das bahnt sich gerade wieder an. Ich freue mich auch wirklich wie Bolle darauf, dass wir ganz normal losproben können. Aber glücklicherweise ist es ja möglich, jetzt auch zu diesen Zeiten miteinander zu kommunizieren und gerade die Musik hin und her zu schicken und da schon mal wirklich die Stücke in ihren Abläufen und in, so weiter konkret zu machen. Und das ist gut, da habe ich jetzt die Möglichkeit noch einzugreifen. Und wir warten darauf, dass Mick es endlich umsetzen kann. In Schritte. Also wir nutzen die Zeit und versuchen weiterhin Spaß zu haben, ja? Weil irgendwann mal kommt das, dann fangen wir an. Ich glaube, wir hoffen alle darauf, dass wir bald wieder mit den Proben beginnen können. Wir vermissen, glaube ich, alle das Theater und vermissen die verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer. Und wir hoffen natürlich, dass wir bald wieder für sie und mit ihnen spielen können. In diesem Sinne bedanke ich mich ganz herzlich bei euch für das Gespräch, bedanke mich auch bei Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Und natürlich wünschen wir Ihnen viel Freude mit dem Videostreaming von unserem fantastischen Ballettabend Groovin' Buddies.